Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video. Freunde, heute behandeln wir ein Auto, über das wir auf unserem Kanal bisher noch nie ein Video gemacht haben. Heute gibt es die Gebrauchtwagen-Tipps für den BMW X6 E71, dem ersten SAC Sports Activity Coupé aus dem Hause BMW. Vorher noch etwas schnell in eigener Sache. Wenn ihr Bock auf automobile Themen im Livestream habt, schaut gerne bei uns bei Twitch unter www.bavmo.tv vorbei oder auf unserem Zweitkanal Boxengasse, wo wir die Highlights hochladen. So, genug gequatscht, nun ab zum Video, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. Autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Der BMW X6 der Baureihe E71 kam im Jahr 2008 auf den Markt und wurde so wie der BMW X5 ebenfalls hauptsächlich in den USA gebaut. Im Jahr 2014 war es dann auch wieder vorbei mit dem E71. Technisch gesehen war der X6 absolut identisch mit dem BMW X5 der Baureihe E70. Serienmäßig gab es bei allen Modellen mit xDrive daher auch DPC, was den X6 sogar für einen typischen und vor allem eher sportlichen Stadt-SUV relativ geländefähig macht. Da DPC die Antriebskraft stufenlos zwischen Vorder- und Hinterachse umschalten und zusätzlich dazu nochmal unterschiedlich zwischen dem rechten und linken Hinterrad umschalten konnte. Der X5M und der X6M waren auch die ersten M-Modelle, die über xDrive verfügen. Motorisierung. Beim X6 E71 gab es für BMW-Verhältnisse eine sehr überschaubare Motorenpalette, da es hier ab 6 Zylindern erst losging. Den X6M lassen wir in diesem Video außen vor, da das M-Modell ein eigenständiges Video erhalten wird. So fing es bei den Benzinern mit einem 3 Liter R6 Triebwerk mit 306 PS an und endete erst bei einem 4,4 Liter V8 mit 485 PS. Da es immer mehr in den Fokus rückt und gerade bei so großen Fahrzeugen ausschlaggebend ist, haben wir ab jetzt den CO2-Ausstoß in unserer Tabelle mit aufgenommen. Hier zu beachten ist, dass es auch eine Hybridversion gab, bei welcher der Verbrenner durch zwei Elektromotoren unterstützt wurde, was gerade in den unteren Drehzahlbereichen sehr stimmig war, da die Elektromotoren immer sofort volle Leistung abrufen können und den Verbrenner dadurch optimal unterstützen. Die Elektromotoren saßen dabei mit im Getriebe und konnten je nach Bedarf auch unabhängig voneinander als Generator oder Antrieb wirken, mit der sogenannten Two-Mode-Technik, welche eine Entwicklungskooperation mit der Daimler AG war. Bei den Dieselmodellen gab es eigentlich nur zwei Motoren, beide mit 3 Litern Hubraum und 6 Zylindern. Je nach Ausbaustufe fing es dann an bei 235 PS und endete bei 381 PS. Probleme der Baureihe. Da der X6 technisch gesehen identisch mit dem X5 ist, teilen sich beide Fahrzeuge natürlich auch die gleichen Probleme. Plus noch ein Problemchen, was speziell beim X6 auftritt. Generell fällt der X6 recht positiv in der Pannenstatistik auf und ist eher selten auf dem Standstreifen zu sehen. Motor und Getriebe leiden leider stark unter Ölverlust. Hier sollte immer geprüft werden, ob es beim besichtigten Fahrzeug zutrifft oder ob der Verdacht besteht, dass der Verkäufer vorher alles schön sauber gemacht hat. Die Turbolader gehen besonders bei hohen Laufleistungen gerne defekt. Hier sollte man bei der Probefahrt ein besonderes Augenmerk drauf legen. Die Sitzkonsolen können klappern, besonders bei Komfortsitzen, wenn niemand auf diesen sitzt. Bei fast allen X6 Motorvarianten könnte die Steuerkette ein Problem werden. Diese kann sich nämlich längen oder im schlimmsten Fall sogar reißen. Beim N63 Motor kann es zu äußerst teuren Problemen durch defekte Injektoren kommen, die sogar zum Motorschaden führen könnten.
Typisch wie bei fast jedem BMW, die Achsen machen auch hier selbstverständlich Probleme. Dies kommt auch hier wieder dem hohen Fahrzeuggewicht und den schlechten deutschen Straßenverhältnissen zur Schuld. Zwar sind die Achsen beim X6 deutlich robuster ausgelegt als bei seinen kleineren Verwandten, was bei einem Defekt aber auch höhere Kosten mit sich bringt. Beim iDrive-System kann es vereinzelt passieren, dass es vollständig ausfällt. Kein technisches Problem, aber man sollte die unfassbar hohen Unterhaltskosten beim X6 beachten. Insbesondere die Versicherungseinstufungen sind sehr hoch beim X6, da das Fahrzeug früher zusammen mit dem X5 die absolute Numero Uno war für Fahrzeugeinbrüche. Besonders beim X6, die Kofferraumklappe kann anfangen zu klappern, was durch die Innenverkleidung passiert. Dieses Problem tritt recht häufig auf. Generell ist aber zu sagen, der X6 ist kein Sorgenkind. Man sollte dennoch einige wichtige Punkte beachten und auch weiter im Hinterkopf behalten. Ausstattung. Der BMW X6 war in der Basis schon etwas gehobener ausgestattet als sein Bruder der X5. Dennoch, wie es typisch bei deutschen Autobauern ist, musste man viele, viele Kreuze machen, um nicht ein halbleeres Auto zu kaufen. Zum Glück haben dies viele X6-Neukunden beim Kauf auch gemacht und man findet eher selten ein Basismodell. So gab es mögliche Ausstattungen wie Aktivlenkung, adaptives Kurvenlicht, Niveauregulierung, Rückfahrkamera, Head-Up-Display, Bixenon-Scheinwerfer, die serienmäßig waren, Standheizung, Tempomat mit Bremsfunktion serienmäßig, Isofix serienmäßig, Lenkradheizung, Aktivsitz für den Fahrer, aktive Sitzbelüftung und noch einiges mehr. Der BMW X6 zählt mit zu den Flaggschiffen bei BMW und war somit mit haufenweise Extras bestückbar. Das Kofferraumvolumen des X6 betrug 570 Liter und bei umgeklappter Rückbank 1450 Liter. Die Anhängelast beim X6 kann bei gebremsten Anhängern zwischen 2700 und 3500 Kilogramm liegen. Somit ist der X6 also ein wahrer Packesel. Empfehlung: Wie bei allen Luxusfahrzeugen der Marke BMW kann man hier nur schwer eine wirkliche Empfehlung aussprechen, da hier der größte ausschlaggebende Punkt einfach der Geldbeutel ist. Wie viel kann und wie viel will ich am Ende für so ein Fahrzeug ausgeben? Die vermutlich beste Kombination stellt hier tatsächlich der Hybrid dar, da dieser optimal unterstützt wird und auch ein echter Vollhybrid ist und kein Plug-in, der an der Steckdose noch geladen werden müsste. Für Langstreckenfahrer sind hier weiterhin die Dieselfahrzeuge am besten, wobei man hier immer ein Auge auf Fahrverbote und so weiter halten sollte. So Freunde, das war's mit dem BAVO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen sprechen wollt, dann vergesst auch nicht, uns bei Twitch unter www.bavo.tv zu folgen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO Crew.